uns helfen, das Museum zu durchsuchen. Der berühmte Stein von Rosetta. Nach Thomas Youngs Entdeckung konnte Champollion das große Rätsel der Hieroglyphen vollständig entziffern. In der Tat wurde dieser Text, ein ptolemäisches Dekret aus dem Jahr 196 vor Christus, in drei Sprachen aufgeschrieben. In Hieroglyphen, in Demotisch, einer weit verbreiteten Schrift zu jener Zeit, und zum Schluss in Griechisch. Mhm. Keine Vorkommnisse, Mr. Holmes. Können wir uns das wieder alles angucken? Riesige Büste von Ramses II., Ramses dem Großen. Mhm. Sarkophag von Hapmen, im Moment nicht ausgestellt. Ein Geschenk von König George III. Granitdeckel des Sarkophags von Setiau, Vizekönig von Nubien während der Herrschaft von Ramses II., 1279 bis 1213 vor Christus. Granitsarkophag von Pahemnetjer, Hohepriester von Ptah in Memphis. Riesige Kalksteinbüste von Amenhotep III. Amun-Widder. Ich will mir wieder alles ansehen. Die Shedu. In der akkadischen Mythologie waren sie gütige Dämonen. Granitstatue von Amun in der Form eines Widders. König Taharqa beschützend, ein Mitglied der 25. Dynastie. Grandioritbarke mit einer Statue von Königin Mutemvia, die die Mutter von Amenhotep III. War. Riesige Skulptur eines Skarabäus. Angemalte Kalksteinstatue von Nenkheftka, 5. Dynastie. Kennt man ja. Ägyptische Stele. Bruchstück vom Bart der großen Sphinx. Granitschrein von Ptolemäus dem VIII., der Göttin Isis gewidmet. Säule und Kapitell in der Form einer Palme. Na siehst, ich meine, warum soll ich mir die Sachen alle selber angucken? Ich kann einfach Sherlock Holmes spielen und er liest mir das alles vor. Kann ich mir das nämlich angucken? Außer, dass der Fußboden hier kaputt ist. Das sind immer so Sachen, da stehe ich da und denke mir, Leute, es ist ein Museum. Und ich gehe davon aus, dass so ein Museum nicht gerade wenig Geld hat. Obwohl, naja, weiß ich nicht. Aber... Die Shedu. In der akkadischen Mythologie waren sie gütige Dämonen. Aber die können mir nicht erzählen, dass eine so eine Fliese, gerade wenn nur eine, also immer mal eine beschädigt ist, dass man da nicht eine Packung Fliesen kaufen kann. Büste von Amenhotep III. Schwarze Granitstatuen von Sekhmet, der ägyptischen Göttin der Zerstörung, Werkzeug von Res Rache an den Menschen. Granitkopf von Amenhotep III. Sieht sehr weiblich aus. Kalksteinstele mit drei Figuren von Bes, Beschützer der Haushalte. Er schwenkt ein Schwert, um das Böse zu bekämpfen. Das sind aber vier. Sarkophag aus Schluffstein von Sasobek, Wesir von Oberägypten. Riesige Faust aus Granit. Den Rest muss man sich dazu denken. Es ist eine antike babylonische Tür. Hier werden Türen ausgestellt? Neuassyrische Steinrelief, das eine Hommage an König Assurnasirpal II. Darstellt. Der Affe ist ein sehr begehrtes Tier in der mesopotamischen Kunst. Ein exotisches Tier von großem Wert.
Riesige Faust aus Granit. Riesige Faust aus Granit. Königin Amose Merita Moon, Schwester und Frau von Amenhotep dem Ersten. Hier für ein Hütchen. Gott sei Dank kann man da nicht rein. Also ich gucke mir die Sachen gerne an und ich will auch alles gesehen haben. Aber ich finde es recht schwer, mir alles anzusehen. Also nicht schwer im Sinne von anstrengend, sondern ein wenig ermüdend. Sind nun weiß Gott? Ich kann hier doch rein. Ausgestopfter Pinguin, originell. Merkwürdig, diese Stele. Es könnte ein antikes Stoppschild vom Zoll sein. Oh. Beeindruckende Sammlung von Künstlermedaillen von Dacier. Das Sonnensystem. Beeindruckend und genial. Das ist Richard der Erste, König von England, besser bekannt als Richard Löwenherz. Ja, von dem haben wir schon gehört. Oh. Das ist Richard der Erste, König. Das ist eigentlich eine Geige. Eine Statue von Kali, der Göttin des Todes. Zerstörerische weibliche Energie. Ah, Damen. Ja, Damen sind alle zerstörerisch. Die berühmte Piranesi-Vase. Ach, die? Eine einzigartige Sammlung wertvoller antiker Vasen. Eigenartiges Stück. Ein unvollständiges Tischservice, aber dennoch unbezahlbar. Die berühmte Piranesi. So, ich muss mich echt zusammenreißen, weil ich werde, aua, wirklich müde gerade. Vielleicht sollte ich eine Aufnahmepause machen. Oh, warte, ich habe mir den Fuß noch nicht angeguckt. Hier. Riesiger Marmorfuß. Eine Skulptur aus der römischen Epoche.
Marmorstatue von Demeter. Also kann man die doch irgendwie alle ansehen. Man muss nur richtig stehen. Oder auch nicht. Ah, hier ist ein Elefant. Den ich mir nicht angucken. Guck, hier sind genug Fliesen, da kann man noch mal innen ein oder zwei reparieren. Oh, hier kann ich auch rein. Dieses Gerät ist merkwürdig. Es dient sicher dazu, seinen Standort in dieser riesigen Bibliothek zu bestimmen. Dieses Gerät ist merkwürdig. Wow! Die ist cool. Ich gehe davon aus, dass... Oh. Bringt uns nicht so viel. Da-dum, di-dam, di-dam. Ganz schön viel Arbeit, was? Junge, du hast so einen Sockenschuss. Gehen wir hier wieder raus. Gehen wir mal zu Lestrade. Oder Lestrade. Wie kommen Sie voran, Lestrade? Wir sind soweit fertig. Und eins steht fest. Arsène Lupin ist nicht hier. Wir haben alles umgekrempelt und selbst den letzten Winkel durchsucht. Die Männer haben die Wachen draußen verdoppelt. Dieser Ort gleicht einer Festung. Ausgezeichnet. Arsène Lupin ist nicht im Museum und wir sorgen dafür, dass er es auch nicht betritt. Niemand durchbricht diese Mauern, Lestrade. Niemand. Holmes, es sind bereits 2 Stunden vergangen und wir haben noch nichts gegessen. Können wir nicht... Gewiss, Watson. Besorgen Sie sich etwas Essbares. Ich möchte nichts. Fragen Sie doch einen der Männer draußen, ob sie noch etwas für Sie haben, Watson. Kommen Sie, Inspektor. Lassen Sie uns den Plan noch einmal durchgehen. Nee, ich mache eine Aufnahmepause. Tut mir leid. Ich weiß, ich habe nicht lange aufgenommen, aber ich bin gerade so müde. Ich weiß nicht warum. Eigentlich war ich gerade noch sehr fit. Und jetzt irgendwie... In dem Sinne, ich verabschiede mich. Bis dann. Tschüss.